Bedeutung der Datenschutznovelle für die Praxis ist nicht zu unterschätzen. Wir haben es hier mit einem Direktmarketing-Instrument zu tun, um Neukunden zu gewinnen. Der Händler verliert jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl seiner Kunden, ist darauf angewiesen, mit fremden Adressen diese neu zu generieren. Da greift das Gesetz ein. Die Novelle hat auch durchaus wirtschaftliche Auswirkungen. Das fängt bei den Arbeitsplätzen der einzelnen Beteiligten in der Kette an, vom Listbroker über Lettershops und ähnlichen Dingen. Es hat aber auch für den Werbenden klare Auswirkungen, denn er muss jetzt weitaus mehr an Mitteln aufwenden, um mit Streuverlusten sozusagen an seinen Kunden zu kommen. Eine sichere Einwilligungsformulierung heute zu proklamieren ist schwierig. Wir haben es hier mit AGB zu tun. Der Bundesgerichtshof hat uns zum Beispiel zum Telefonmarketing erzählt, dass eine Einwilligung ins Telefonmarketing immer eine benachteiligende Regelung sein soll, sodass es heute sehr schwierig ist, hier klare Handlungsempfehlungen zu geben. Man kann sich eventuell an den Formulierungen orientieren, die es heute zu E-Mail-Opt-in gibt. Das ist sicherlich eine gute Basis, um dort loszulegen. Im Grunde genommen muss jedes Unternehmen für sich analysieren, welcher Weg ist der richtige, um an die Opt-ins zu kommen. Das neue Gesetz behandelt zudem nicht die Anforderungen an diese Einwilligung. Es gibt noch ein paar formelle Vorgaben, die einzuhalten sind. Die Fragen, die bis jetzt offen stehen dazu, werden im neuen Gesetz nicht beantwortet. Das Gesetz sieht in der Tat für die ersten 3 Jahre eine Möglichkeit vor, noch die Altdaten weiter zu verwenden. Dann richtet sich die Verwendung dieser Altdaten auch nach dem alten Recht. Ich brauche also keine Einwilligung zur Weitergabe oder Ähnlichem. Die Krux an der Geschichte ist, dass solche Daten sehr schnell veralten. Eine Adresse durch Umzug oder Ähnliches muss neu abgeglichen werden. Jede neue Ergänzung der Adresse, jeder Abgleich ist aber eine neue Datenerhebung mit der Folge, dass diese neu erhobenen Daten, diese ergänzten Daten, nur nach neuem Recht verwendet werden dürfen. 3 Jahre wird man also kaum die Altdaten nutzen können. Schon nach relativ kurzer Zeit dürften bei 15-20% Änderungsbedarf diese Daten veraltet sein.